Schönen guten Abend miteinander. Ich möchte euch im Namen von der 5 Ortsparteien von Aarberg zu diesem Abend, dem Anlass haben, begrüßen. Vorab werde ich die Zuschauer, die doch noch recht zahlreicher sollen sein, begrüßen. Es zeigt, dass Aarberg, dass die Umgebung von Aarberg, dass die CLN interessiert sind an der Politik, weil sie wissen, wer sich da zur Wahl stellt. Ich danke auch den insgesamt 20 Kandidierenden, die heute hier auftreten. Sie haben viel Anlässe. Ich sage ihnen merci, dass sie den Weg hierher gefunden haben. Und ich begrüße letztlich noch die Presse, da muss ich den Zettel vornehmen. Das ist der Hans-Jürgen Klausner von der AG International Press und der Herr Humbel. Der ist überraschend, hat er sich gestern Abend gemeldet vom Schweizer Fernsehen. Wir wollen in einer Woche mindestens einen Teil von diesem Anlass hier im Fernsehen bringen. Er sagt dann noch etwas zu. Ja, mit dem Fernsehen habe ich sichergestellt, dass niemand auf dem Pressezeugnis erscheint, der das nicht will. Der hat die Möglichkeit, sich zu melden. Und wir haben mit dem Humbel auch gesagt, was wir für einen Anlass machen, was der für ein Ziel hat. Wir stehen die 5. Höhe hier, wir haben 5 Parteien, die da stehen. Und wir gehen darum, dass in diesem Erzeugnis, dem Pressezeugnis, über den Wahlanlass, wo alle etwa paritätisch vorkommen. Ich möchte als erstes uns kurz vorstellen, Lady First, Petra Weiss. Ja, guten Abend miteinander von meiner Seite. Petra Weiss, ich bin Sektionspräsidentin von SVP Aarberg. Wir sind die größte Ortspartei mit etwa 30% Wähleranteil. Ich bin auch Kantonalpräsidentin von den SVP Frauen und darum freut es mich speziell, dass wir hier so viele bürgerliche Frauen haben, die sich für den Nationalrat zur Verfügung stellen. Ja, von unserer Partei kandidieren sie hier der Martin Schlöpp, der Schnellstadt, Nadja Günther, Madeleine Amstutz und Sandra Schneider. Wir dürfen sie dann auch noch nicht vorstellen. Genau. Ich bin Präsidentin von SP Aarberg, mein Name ist Chantal Hersche. Und folgende Kandidierende haben nicht dürfen einladen, dass sie anwesend sind, würde ich noch gerne schnell aufstehen. Hans Stöckli. Aufstehen. Der Partini. Margit Juncker. Der Steffen Brunner. Guten Abend miteinander. Mein Name ist Schwab Renat. Ich bin Präsident der FDP. Zwar ein bisschen alt, aber ich habe immer noch Freude, ein bisschen aktiv etwas zu machen. Kandidaten von unserer Partei. Und auf der linken Seite Christa Markwalder, Sandra Hess, Amelie Evar und Madeleine Decker. Von den Grünen Aarberg bin ich vertreten hier, Patrick Zissen, Vorstandsmitglied. Speziell, weil wir zuerst mal dabei sind, wir haben uns im letzten November gegründet. Von den Grünen sind darum heute auch Aarberg die Regula Ritz als Ständeratskandidatin, Lena Frank, Nationalratskandidatin Kilian Baume und Manuel Schmid von den Jungen Grünen. Ich würde mich auch kurz vorstellen, mein Name ist Dominik Herren, ich bin Präsident von der BDP Aarberg. Und ich möchte hier meiner Tochter herzlich danken, dass sie gekommen ist, der Noel Herren, 19. Kandidierende von uns, das ist Beatrice Simon, Ständeratskandidierende. Das ist Christine Bühler, Nationalratskandidierende. Der Heinz Siegenthaler, seiende und amtierende Nationalrat. Und Josef Jenny. Wir haben also 5 Ständeratskandidierende hier, die alle sich kurz werden vorstellen. Ich komme dann von Meta an. Wir haben einen von diesen Ständeratskandidierenden, der selber nicht teilnehmen wird vertreten. Also die Message wird von einer Vertreterin übergebracht. Wir haben gefunden, weil es paritätisch soll sein, weil alle Parteien so vertreten sind, ist das möglich. Nachher haben wir 15 Nationalratskandidierende, die haben jetzt gesehen, die zu verschiedenen Themen werden Stellung beziehen. Wie läuft die heutige Arbeit ab? Das Ziel, das wir haben, das Ziel ist, dass
sich die Kandidierenden vorstellen können, selbst erklären, dass ihr euch als Zuschauer das Bild machen könnt, im Hinblick auf den Wahlzettel, den ihr ausfüllt. Und drittens ist es uns als Idee, unsere Kräfte bündeln, das Geld zusammenlegen und hier einfach einen Anlass machen für alle. Das zeigt uns, wir in Aarberg recht gut zusammen arbeiten, auch wenn wir politisch unterschiedliche Meinungen haben. Aber auch Ort in Ortsparteien funktionieren miteinander. Zum Ablauf vom heutigen Abend. Wir haben den Kandidierenden, den Nationalratskandidierenden, zu drei Themenbereichen je drei Fragen gestellt. Die haben sie vor einem Monat zugestellt bekommen. Die haben sie können vorbereiten. Und hier oben auf dem Podium werden nachher je Vertreter von jeder Partei zu diesen drei Fragen Stellung beziehen, oder zu einzelnen von diesen drei Fragen, sich kurz vorstellen. Für das haben sie drei Minuten Zeit. Nach dieser vierten Stunde, die sich bei fünf geäußert haben zu diesem Thema, habt ihr nachher die Möglichkeit, während 10 Minuten Fragen zu stellen zu diesem Thema. Nach jedem Block, nach jedem Themenblock, beziehungsweise vor jedem Themenblock, kann Kandidierende, für den Ständerat, seine Grußbotschaft, haben wir das genannt, überbringen. Also wir gehen dort davon aus, dass die Ständeratskandidierenden vorstellen. Und nachher uns sagen, was sie als künftige Ständerat und künftige Ständerat für den Kanton, und insbesondere für uns Seeländer, würden wir die auch noch umnehmen, was sie für uns einbringen in diesem nationalen Parlament. In einem vierten Block wollen wir euch die Möglichkeit geben, zu weiteren Themen, die euch interessieren, den Kandidierenden, sprich der Fraktion, Fragen zu stellen. Also dort werden sämtliche Kandidierenden hier, Parteien, gruppiert auf der Bühne stehen und auf Fragen von euch antworten. Am Schluss, wenn wir Zeit haben, haben wir noch eine Art so ein Politikplan zum Gloria vorbereitet. Das sind 15 Fragen, die nachher die Fraktion einfach mit Ja und Nein antworten. Das ist so nach der Zeitpuffer, den wir haben, die verfänge ich dann auch. Das ist interessant. So. Damit bin ich eigentlich fertig. Wir können, bevor wir anfangen, werde ich aber noch am Herrn Bungel, wo ist er? Hier. Da. Schnell das Wort geben, was er besser anbelangt, später die Schweizer Fernsehen. Wir müssen mich fragen. Also wir machen auf den ersten Mittwoch so eine 10-minütige Reportage über die Parteien im Wahlendspurt. Wir sind für das Projekt in der ganzen Schweiz unterwegs. Wir sind jetzt in Zürich, wir sind am Zug gefahren mit den Leuten. Und wir sind eben auch einen Abend an einem überparteilichen Anlass. Darum sind wir hier zu Berg. Nächsten Mittwoch, 20.05 Uhr, auf SRF, könnt ihr mein Werk nachschauen. Wenn Sie irgendjemanden aus irgendeinem Grund, ganz egal was, auf gar keinen Fall möchte oder darf gefilmt werden, könnt ihr das sagen. Wir können mir auch diskret ein Zeichen geben, wenn wir selbstverständlich machen. Und sonst wünsche ich allen einen guten Spann. Dann möchte ich das Wort Patrick Zisser übergeben. Ich gebe das Wort sehr gerne weiter an Regula Ritz, Ständeratskandidatin der Grünen, die uns das Wort bekommt. Also gut, ich darf vielleicht jeder sehen, wir alle besser. Herzlichen Dank für die Einladung hier an die Ortsparteien von Aarberg. Es ist unser letztes Podium, das wir jetzt haben als Ständeratskandidatinnen und Ständeratskandidaten. Wir sind jetzt viele Wochen lang zusammen durch den Kanton Bern gezogen und es freut mich sehr, dass es da hier ist. In Aarberg unsere letzte Diskussion noch führen und dann wird am 20. Oktober in kurzer Zeit, in 10 Tagen etwa, wird die definitive Entscheidung fallen, wer das der Kanton Bern, aber auch welche Parteien Bevölkerung im nationalen Parlament werden vertreten. Und das freut mich, dass ich hier heute ganz kurz etwas sagen darf zu den Schwerpunkten von meiner Politik.
Es freut mich natürlich auch, dass ich hierher bin, nach Aarberg. Vorher habe ich die Glocke gehört, Leute, und dann hat es mich doch gedacht, als wäre die letzte Runde von einem 2000 Meter Lauf jetzt eingeläutet worden. Also wir sind wirklich jetzt im Schlusssport und ich habe vorhin im Bus, wo ich mich hierher gefahren bin, schon eine kleine Bilanz, so einen kleinen Rückblick getroffen auf die Zeit, die wir jetzt hatten in dieser Wahlkampagne. Und das, was mich am allermeisten hat beeindruckt, das ist die Begegnung mit den Leuten, die wir können haben, die Diskussionen zu sagen. Politik ist etwas, das die Leute heute wahnsinnig beschäftigen, die jungen Leute, aber auch die Älteren, weil wir so viele grosse Herausforderungen haben, die wir anpacken müssen. Es ist klar, wir haben die Herausforderung von der Reform der Sozialwerke, wir haben ganz grosse Herausforderungen in der Umweltpolitik. Und Umweltpolitik, das ist klar, für mich als Grüne ist das natürlich im Zentrum von dieser Politik, die ich schon seit langem gemacht habe und von der, die wir in den nächsten Jahren noch umso mehr machen müssen. Wir haben zwei ganz grosse Herausforderungen zu packen, weil die Menschen, so wie sie seit der Industrialisierung leben, immer mehr die Natur an die Grenzen bringen, wo die Natur nicht mitmacht mit unserem Lebensstil, mit unserer Wirtschaftsart. Wir haben die grosse Klimakrise, das wisst ihr, die haben die jungen Menschen gesehen auf der Straße, die haben die Studien gesehen, die die Klimaforscher gemacht haben. Sie sagen, wir haben nur noch wenige Jahre Zeit, für das wir uns befreien von dieser Abhängigkeit vom Öl und für das wir Alternativen dahin entwickeln, damit unser Wohlstand entkoppelt werden kann von der weiteren Naturzerstörung. Und ich glaube, das ist der erste Punkt, wo ich sagen kann, wie ich mich als Ständerätin für den Kanton Bern würde einsetzen. Ich werde natürlich heute jetzt schon als Nationalrätin, aber auch im Ständerat dafür sorgen, dass aus diesem Wandel, der muss gemacht werden, dass es Chancen wird für die lokale Wirtschaft, auch hier im Seeland, und dass wir rechtzeitig handeln können, dass es nicht so rauskommt, dass wir die 1,5 Grad Grenze, die von den Wissenschaftlern gesetzt wurde, damit wir hier eine krisenhafte Veränderung von der Natur noch verhindern können, dass wir die erreichen. Weil auch Seeland ist betroffen von dieser Klimaerhitzung. Auch hier wird man Dürren haben, wird man Schwierigkeiten haben, Überhitzungen haben, es wird Wetterextrem geben. Und das ist für die Landwirtschaft ganz zentral, dass wir rechtzeitig so den Temperaturanstieg bremsen können, dass es für die Wirtschaft eine Chance ist und dass wir so die Massnahmen machen können, dass sie die Menschen, auch wenn ein kleines Portemonnaie haben, dass sie die nicht zu fest brechen. Und das ist mir ganz wichtig. Es braucht für unterschiedliche Wohnsituationen, Lebenssituationen angepasste Lösungen. Es braucht unterschiedliche Verkehrslösungen. Also über all das werden wir intensivstens diskutieren am 20. Oktober. Aber etwas dürfen wir ganz klar nicht machen, nämlich die Arme verschränken und nichts machen, weil mit Naturgesetz, liebe Damen und Herren, mit Naturgesetz kann man nicht verhandeln. Die machen das, was in ihnen liegt. Und das ist jetzt ein Weg, den wir wollen, so gestalten, dass wir Menschen weiterhin leben mit dieser Natur. Das zweite grosse Thema, das ist das Artensterben, das stattfindet. Auch das ist einer von den Momenten, wo man hat gemerkt in den letzten Jahren, dass wir da an eine Grenze sind gestossen. Auf den Ackerflächen in der Schweiz sind 60% der Brutvogelarten verschwunden. Immer mehr Insekten sind bedroht. Und ich glaube, auch da müssen wir jetzt sehr rasch handeln, damit es nicht immer schlimmer wird. Wir brauchen einen Weg, wo wir mit den Bauern und den Bäuerinnen zusammen die ganze Landwirtschaft so umgestalten, dass sie nicht mehr abhängig ist von diesen vergifteten Pestiziden, von der Agrochemie, von der globalen Agrochemie, die euch noch so gerne alles verkauft, was ihnen Geld gibt und Profite, die wir aber mit Übereinstimmung mit der Natur nicht mehr länger dürfen brauchen. Es gibt Vorschläge, die ganz, ganz grosse, starke Veränderungen in kurzer Zeit. Wir brauchen Veränderungen, die die Bauern und die Bäuerinnen mitgestalten. Und ich glaube, das ist auch etwas, was für Seeland ganz wichtig ist, dass wir es alle zusammen machen. Und darum hoffe ich, dass wir viel Zeit haben, nach dem 20. Oktober für gute Lösungen zu finden. Ich werde das gerne mit euch machen. Ich habe viel Erfahrung auch als ehemaliges Mitglied von einer Exekutive und freue mich darauf, im Ständerat Allianzen zu schneiden für eine gute Zukunft vom Kanton Bern. Merci vielmals, einen ganz schönen Abend wünsche ich euch. Merci beaucoup, Regula. Es ist
sehr naheliegend, dass nach der Grußbotschaft von den Grünen wir unseren ersten Themenblock Klima und Umwelt starten. Regula hat das Artensterben angesprochen, eine Art, die langsam ausstirbt. Das sind Gletscher. Da kann man noch so lange darüber philosophieren, das ist eine Tatsache, die werden gängig kleiner. Die schmelzen davon, das löst Ängste aus, das löst auch bei mir Ängste aus, aber es löst insbesondere bei den jungen Leuten Ängste aus, die zu Tausenden, zu Zehntausenden auf die Straße gehen und nach Lösungen fordern. Ich bin auf diesen Straßen, doch sind wir mitgeschleift, oder an der an die Demonstration. Es hat mich wirklich gedacht, die Leute, die ich gesehen habe, ich teile die Ängste zum Teil. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch gesehen, dass dort gewisse Parolen sind zum Besten gegeben worden und ich dort relativ Mühe habe. Weil das Wasser, das wir trinken, die Luft, das wir schnaufen, die Herdöpfe, die wir essen, kommen alle vom gleichen Ort. Ob es das links, rechts, oben oder unten ist. Und dann habe ich dann wiederum ein bisschen Mühe gehabt. Ich war aber den Sommer in Norwegen gewesen, und Norwegen ist mit uns vergleichbar, von der Grösse her. Vom Reichtum her, das ist ein reicher Staat, das ist ein EFTA-Staat. Und mir hat das noch beeindruckt, wie die in Oslo, jedes vierte Fahrzeug ist bereits ein Elektrofahrzeug. Und bis 2025 dürfen sie noch Auto mit Verbrennungsmotor kaufen, dann ist es fertig. Und ich frage mich, wie machen wir das mit unserer Energiestrategie, die wir beschlossen haben, mit einem Prozentteil von etwa 2% mit einem Elektroauto, noch nicht einmal ganz. Also ich bin gespannt, was dort passiert. Auf dieser Basis haben wir drei Fragen zusammengestellt. Bei unseren Nationalratskandidaten haben wir Fragen gestellt. Ihr könnt sie hier lesen. Die, die nicht so gut gehört haben, kurz zusammengefasst. Das, was Dominik gesagt hat mit der Energiestrategie, die ist beschlossen. Die Umsetzung hapert aber noch ein bisschen. Das ist die Frage, was können die Nationalräte zukünftig dort dazu beitragen. Dann ist in der Presse die Pestizidthematik umgedreht worden. Dort haben wir offenbar ein Problem. Gerade im Seeland. Und dort nimmt es uns auch Wunder, was für Massnahmen dort im Nationalrat getroffen werden von unseren Kandidaten. Weiter ist Klimaschutz generell ist relativ komplex. Man streitet darüber, was man überhaupt machen kann. Und insbesondere, was die kleine Schweiz dazu beitragen kann. Und halt auch, was die Schweiz dazu beitragen kann für die Staaten, für die nationalen oder internationalen Klimaziele zu erreichen. Ich möchte jetzt bitten, die fünf Nationalräte von den einzelnen Parteien würde ich zu bitten. Die Kandidierenden noch. Ja, genau. Die Kandidierenden extra. Die Idee wäre, dass alle zusammen schnell in die Bühne kommen und dann bekommt jeder 3 Minuten Zeit, um ein Statement dazu abzugeben und dann kommt die entsprechende Frage rund, die Dominik hat angesprochen. Wir haben hier vorne für die Kandidierenden ein paar Zeit, die laufen, 3 Minuten, so sehen wir, wird man gleich verwerten. Nein, dann kriegen wir jetzt Göttli, das müssen Sie sich jetzt gerade gewöhnen, im Nationalrat ist ja das der auch, oder nicht? Gut, wer fängt an? Ich würde sagen, vom Thema her, die Grünen. Also, guten Abend miteinander, merci vielmals für die Einladung. Wie bereits erwähnt, sind wir das erste Mal dabei, weil wir jetzt auch hier in Arberg eine grüne Partei haben. Ich selber bin Kilian Baume, ich habe nicht weit von hier in Zuberg einen Bauernbetrieb. Ich habe 3 Kinder und bin jetzt seit rund 5 Jahren im Grossrat für die grüne Partei in Bern. Was ich für das
Klima persönlich machen. Ich gehe immer mit dem ÖV in Grossrat zum Beispiel, versuche weniger Fleisch zu essen, nicht zu fliegen, regional zu konsumieren. Ich habe jetzt also gerade meine Holzheizung bei unserem Bauernhaus ersetzt durch wieder durch eine Holzheizung, nachwachsende erneuerbare Rohstoffe. Oder ja, Warmwasser über Solar bei unserem Haus. Nächster Punkt, was ich mit dem Klimaschutz im Nationalrat. Also, jetzt ist es ja so, dass sich in diesem Wahlkampf plötzlich alle zum Klimaschutz bekennen. Ich denke, heute Abend werden alle, oder fast alle, sehr stark zum Klimaschutz bekennen. Darum habe ich das Gefühl, dass in der nächsten Legislaturperiode wahrscheinlich ziemlich viel mehr wird möglich sein im Bereich des Klimaschutzes. Und falls nicht, müssen wir einfach mit Vorstössen nachdöppeln. Maßnahmen sind bekannt. Wir müssen beim Verkehr, wir müssen bei den Gebäuden, wir müssen bei der Wirtschaft ansetzen. Ich habe nur 3 Minuten, darum muss ich wahnsinnig schnell vorwärts machen.